Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schoki Banoki Daily. Deine tägliche Dosis Angeberwissen. Das ist der Sascha. Ja, genau. Das stimmt, hast du recht. Ja, habe ich recht, ne? Und ja. Ich bin der Marc. Und wir haben heute den 8. Februar und am 8. Februar hat Geburtstag Manfred Krug. Manfred Krug. So sieht er aus, wer ihn nicht kennen sollte. Ja, hier. Das ist Manfred Krug. Mensch. Serien früher gemacht hier wie Auf Achse. Ne? Legendär, Auf Achse, legendär. Tatort-Kommissar gewesen. Ja, auch. Ne? Auch. Ja, er hat in ganz vielen DDR-Märchenfilmen zum Beispiel mitgespielt. Ja, es ist ja so ein alter DDR-Märchen. Ja, Liebling Kreuzberg war ja auch eine Serie. Liebling Kreuzberg. Schau mal, ach, guck mal hier, mein Mikrofon liegt die ganze Zeit. Ich hoffe, der Ton war in Ordnung. Ich mach einfach mal weiter. Ja. Zack. Ja. Liebling Kreuzberg war zum Beispiel so eine Serie. Und was war noch am 8. Februar? Am 8. Februar sprangen einige Leute gemeinsam aus einem Flugzeug raus. Ja, und zwar am 8. Februar 2006 sprangen 400 Fallschirmspringer aus einem Flugzeug. Das Ganze in der Stadt Udon Thani in Thailand. Das war die größte Freifallformation aller Zeiten. Wie viel waren das? 400 Menschen. 400 auf 400 einmal? 400 Springer, genau. Mit einem Fallschirm? Mit einem, die haben sich alle einen Fallschirm, nein, natürlich nicht. Jeder hatte seinen eigenen. Die waren in den thailändischen Nationalfarben angezogen und kamen aus 31 Ländern. Und bei 7.350 Metern schafften sie es, sich an den Händen zu halten und damit war der Rekord erreicht. Mensch. Es ist und, so, ja, schön, ne? Oder? Geniale Überleitung. Ja. Da ist ja niemand zu Tode gekommen. Da ist niemand zu Tode gekommen. Aber richtig. Am 8. Februar ist das erste Mal 1928 in den USA jemand zu Tode verurteilt worden, beziehungsweise zum ersten Mal ein zum Tode Verurteilter hingerichtet worden in der Gaskammer. Oha. Ja, das war am 8. Februar 1928. Das ist verdammt lang her schon, ne? Oder? Verdammt lang her, verdammt lang. Verdammt lang her. Aber wer ist denn das jetzt eigentlich? Das ist irgend so eine Schlagerscheiße, die wir da gerade singen. Verdammt lang her, Junge, das ist Bab. Ah, das ist Bab, ja. Hast du recht. Ja, da kennst du dich aus, oder was? Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ja, morgen kommt wieder Daily, deine Tagesdosis angewiesen, aber ohne Marc. Bin ich ganz froh. Gott sei Dank. Super. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut. Tschüss.